So, wir starten mit dem Vlog und zwar bei unseren Freunden. Hallo, hier ist die Jule und der Dirk und wir sind jetzt spazieren. Wir haben feines Essen gehabt. Wir wurden bekocht. Das war sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Oh, herrlich. Der guckt immer unsere Videos immer als erstes. Ihr seid immer die Ersten, die unsere Videos gucken. Naja, heute war ja mal ein bisschen eher da. Ja, jetzt holen wir gleich beim Bäcker und ein bisschen Kuchen. Dann holen wir noch ein bisschen Kuchen. Und dann gibt es noch ein bisschen Kaffeekuchen. Etienne wollte heute gar nicht schlafen. War gestern leider auch so, aber es ist nicht so, so schlimm. Jawoll! Ein Video aufnehmen. Lalalala. Hallo? So. Es war super, super schön bei Dirk. Oh, du musst noch Dirk schreiben. Ich muss noch Dirk schreiben und Jule, dass wir gut angekommen sind. Ja. Jetzt vergessen wir das schon wieder. Also, wir sind gut angekommen. Wir sind gut angekommen. Naja, wir sehen ihn aber auch schon zu spät. Ja, es war richtig schön bei euch. Bei uns gibt es jetzt Abendessen. Wir sind zwar nicht mehr so hungrig, aber anscheinend doch noch sehr hungrig, Schatz. Hä? Aha. Ich finde, der ist auch fleißig dort. Seine Gurke. Mm. Wir wollten noch gerne auf diesen Kommentar antworten, dass Etienne sehr geschickt ist. Isst. Das stimmt. Wir haben aber sehr früh angefangen damit, dass er alleine selbstständig ist und auch mit Löffel. Und er hat ja auch so eine Kindergabel, einen Kinderlöffel. Anstatt diese kleinen Löffeln, diese Kaffeelöffeln, die sind einfach vom Griff her gut, aber da passt halt einfach nicht viel auf dem Löffel drauf. Ja. Und so eine große Löffel kannst du ihm nicht geben, weil die einfach viel zu großen, viel zu langen Griff haben. Und diese Kindergabeln, Löffel, die sind schon optimal. Jetzt isst er gerade mit der Hand, aber das sind ja auch nur Früchte. Das darf er noch. Etienne nicht der Lea geben. Wehe. Nein, nein. Lea ab. Lea. Jetzt lassen wir uns das erstmal schmecken. Tante Sarah ist jetzt abgeholt worden. Er hat ein bisschen gekleckert und jetzt versucht er das wieder aufzulöffeln. Mach das ordentlich. Wir haben das letzte Mal so ein schönes Kommentarloop bekommen. Da muss man mal zeigen, wie schön du das machst. Das machst du schön, mein Schatz. Jetzt ist er fein. In einer Stunde ungefähr kommt der Papa. Und ja, ne? Was machen wir jetzt noch Schönes? Wollen wir noch ein bisschen malen? Oder wir finden schon irgendwas anderes, was wir machen, ne? So wie immer. Draußen ist es sehr, sehr windig und es ist so ein Sprühregen. Das war ein bisschen eklig. Aber sein Anzug war jetzt schon ein bisschen durchnässt, deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir erstmal rein, damit du dich aufwärmen kannst. Und meine Schwester wurde ja sowieso jetzt abgeholt. Soll ich dir helfen mit dem Rest? Du hast sogar Joghurt auf der Nase. Ich helfe dir, warte. Oh, nein, jetzt ist er wieder gefallen. Oh. Pass auf, mein Fist. Hast du deine Hand unten? Oh, pass auf, nein.
sind hier gerade ein bisschen am Teich. Und Etienne rennt hier die ganze Zeit runter. Man sieht es, glaube ich, gar nicht wirklich. Das ist so ein kleiner Abhang. Das ist ziemlich steil. Aber er findet das so toll. Er dreht sich hier mehrmals mit Absicht. Er findet das so schön. Ja, das ist steil, ne? Das geht steil hoch, Schatz. Was ist mit deiner Handschuh? Oh ja, die Mütze. Die Mütze steht schon wieder. Oh, jetzt hast du falsch hochgehoben. Komm mal her, Mama, mach die Mütze richtig. Hallöchen. Ich mach jetzt mal die Brille. Du machst das immer mit der Brille. Ja, warum? Weil ich dann mitkriege, oh scheiße, das ist nicht richtig. Ich habe übrigens mein Handy wieder zurück, mit was ich gerade vlogge, was ich gerade schlecht zeigen kann. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall tadellos, wir haben es sehr gut hingekriegt. Und wir haben jetzt eigentlich noch ein Päckchen bekommen, weil ich habe diese Nupsis, wenn ich das mal kurz zeigen kann. Ich habe diese Nupsis hier. Die macht man, die mache ich mir als und Schutz, macht man die da rein, wo man das Handy lädt. Also, und, genau. Und damit er halt kein Staub und sowas rankommt. Ja. Und wir haben eins verloren, also er hat eins verloren, es lag auf jeden Fall hier, wir haben alles abgesucht, es war nirgends da. Und dann hat Daniel sich neue bestellt und dann war halt ein Tag später, zwei Tage später oder so, hast du den einen Nupsi dann wieder gefunden, deswegen hat er den jetzt. Er hat ihn aber bestellt und das ist der Karton. Und jetzt, das ist so papierverschreitet, das ist einfach nur, das ist hohl, das ist richtig, was ist das? Was ist das? Da macht man ein Buch rein. Und was hat er sich dabei gedacht, als er das gerade eingepackt hat? Erklär mir das. Der hat wahrscheinlich nichts anderes zur Hand gehabt gerade. Ach komm, das passt schon. Also komm. Hier, pack die ordentlich weg. Sauber machen. Mach mal sauber. Ja, sieh, prima machst du das. Super. Wischi, wischi, wisch. Na, lass es aus. Na, nicht machen. Komm mal hier. Das war 5, ist egal. Ich weiß nicht, für was diese Option da ist. Brauchen die auch nicht. Okay. Machst du das sauber? Das ist übrigens die neue Pfanne, die wir von Cliff geschenkt bekommen haben. Ach, ja, stimmt. Und die haben wir jetzt 2 Tage hintereinander benutzt und die wird immer fleißig schön mit der Hand sauber gemacht. Denn die ist sehr empfindlich. Ich möchte immer die selber sauber machen. Ja, mit der Hand, genau. Ja. So wie die andere auch. Ja, die andere machen wir auch mit der Hand sauber, das stimmt. Reicht. Da ist doch schon Wasser drin. Du brauchst kein Meerwasser. Kein Meerwasser. Und die ist super. Die ist toll. Wir lieben die. Also ich liebe sie. I love it. So, guck mal her. Mama macht nochmal richtig sauber. Hallo, wir haben ein Paket bekommen. Denn wir haben was bestellt. Schatz, Vorsicht, deine Hand. Es gab, ist schon alles weggeräumt. Ja. Dann hat Schnitte gegessen mit Hering oder sowas, glaube ich. Na? Ja. In so einer Dose. Runter. Runter, runter. Oh, oh. Runter. Ey, Etienne, runter da. Wer hat weh? Ey! Oh, um Gottes Willen. Du darfst nicht drauf treten. Etienne hat einen Sprung gemacht in der Nacht. Ja. Er hat die Größe 80 übersprungen. Leicht übersprungen. ja.
Aber das wurde auch mal Zeit, dass man einen kleinen Sprung macht. So, man kann es so an der Wand bringen, mit das Teil hier. Es ist kein Fernseher. Es ist, ja, Schatz, erklär's mal. Und so, dass die Leute dich auch hören. Eine Heizung. Ich höre nämlich immer nur von unseren Fans, dass die dich nicht hören können, weil du so leise redest. So. Milch? Was ist das? Was weißt du? Achso, das sind Schrauben. Ich sehe es nicht. Mach das mal wieder runter. Will ja nicht aufgehen. Nicht. Mach das mal wieder runter. Willchen. Runter da. Weh. Etienne isst übrigens seit, trinkt seit 2-3 Tagen keine Milch mehr. Vor 3 Tagen hat es, glaube ich, angefangen, dass er halt immer nur einen Schluck genommen hat und dann gar nichts mehr. Es hat schon vor ein paar Tagen angefangen. Und seit 2 Tagen verweigert sie komplett. Also wir sind wahrscheinlich demnächst, oder jetzt diese Phase wahrscheinlich einfach nur. Dankeschön! Das ist eine Fernbedienung, ne? Ja, das kann man dann an die Wand machen und dann kann man das anmachen. Dann ist es hier schön warm drinne. Ja? Verstehst du das? Die Haare sind echt schön. Oh. Du bist so süß. Die Haare wieder hier hin, herrlich. Wir essen jetzt keine Cornflakes mehr, mein Schatz. Na und die Fernsehen. Ja, du willst Fernsehen gucken. Etienne spielt. Lass das mal liegen. Leg das bitte wieder hin. Etienne, gib mir das bitte. Gib mir das bitte. Dankeschön. Gesundheit. Lass das liegen. Ja, du isst sowieso keine. Leg die mal wieder zurück. So. Es steht. Und du sagst, oh, müssen wir das besser ja machen. Zeig mal, ja. Nur ein kleines Display. Und wie hoch kommst du mal? Etienne, mach mal beide Finger weg. Ich sehe sonst, ich kann sonst nicht schlummen. Was haben wir denn da? Ein Ausknopf, WLAN-Knopf, mehr und weniger nehme ich mal an. Achso, da geht man nur drauf Timer. Und ein Timer. Und das werden wir heute Abend schön ausprobieren. Ja, mal gucken. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen und bei uns Samstag früh und wir sind seit um 5 Uhr. Unser kleiner Spatz, der hat uns nicht wirklich schlafen lassen. Ja, wir sind im Kinderzimmer, denn wir haben einiges vor mit dem Kinderzimmer. Etienne hat ja im April Geburtstag und wir wollen deswegen ein bisschen umswitchen, ein bisschen malern, also heute nicht malern, aber das alles kommt nach und nach. Wir wollen erstmal sein Bett, willst du das erstmal hier hinten hinstellen? Guck mal, ich habe hier hinten ein bisschen Platz gemacht. Dann können wir das, also jetzt kommt da, passt da nicht hin, ne? Hoch, warte. Ah, ja. Passt das hin? Prima, passt super. Das
passt, er bleibt erstmal provisorisch hier. Wir haben schon einen anderen Platz dafür. Etienne. Jo, ich komme. Okay, so. Das ist erstmal provisorisch da hinten. Das Bett wird umgebaut, denn Etienne braucht die Stäbe halt nicht mehr. Er klettert sowieso meistens immer alles raus. Und wir haben die anderen Teile unterm Bett. Wir wollen das dann auch schräg hinstellen. Warte, ich nehme es erstmal ab. Der Schreibtisch kommt auch weg. Der muss aber erstmal aufgeräumt werden. Und der wird dann verkauft bei eBay oder so. Ja. Und dann werden wir sehen, was aus dem Zimmer wird. Etienne hilft mit. Guck mal, Papa. Er räumt auf. So sieht das jetzt der kurze Zwischenstand aus. Wir haben jetzt erstmal die Teile abgemacht. Das alles, was unterm Bett war, haben wir mal vorgeholt. Mal langsam. Langsam. Wir haben jetzt das Bett so hingestellt. So, und die Kamera hier oben befestigt. Also, ich kriege die Teile da nicht unterschützen. Wenn wir das so machen. Ja, das weiß. Habe ich auch schon überlegt. Wenn nicht, müssen wir uns auseinanderbauen. Nimmst du oben. Na, wo willst du denn das denn hinstellen? Nein, wir tun das auseinanderbauen. Okay. Da-da. Das einzige Blöde ist, dass hier halt jetzt die Löcher sehen. Das stimmt, das ist wirklich hier blöd. Oben. Da waren bestimmt mal eigentlich zubehörmäßig hier so eine Abdeckung drauf. Mhm. Aber ja. So ist es erstmal gut. Gucken. Auf jeden Fall, der Stuhl steht wieso erstmal davor, als er rausfinden kann, erstmal nicht. Weil noch der Sessel noch davor steht. Ja. Jo. Und, Etienne? Gefällt dir dein Bett? Dein Bett? So wie es ist? Er ist auch schon die ganze Zeit rumgehüpft, also. Hm. Wir werden auf jeden Fall das Bett noch ein bisschen umstellen. Aber ja, das ist erstmal Part 1 vom Kinderzimmer. Renovieren, kann man sagen. Naja, ein bisschen umgestalten, so muss er. Umgestalten, ja. So ist das Zwischenergebnis. Bett ist schon gemacht, haben wir schon mal ein bisschen weggeräumt. Das bleibt erstmal, wie gesagt, vorübergehend da an der Stelle. Hier habe ich schon das Keyboard weggemacht. Hier muss noch einiges aufgeräumt werden. Wir müssen auch noch gucken, wo wir die ganzen Akten und sowas hinmachen. Da oben habe ich jetzt meinen Gipsabdruck hingestellt und hier ist drunter ist das Keyboard. Ein bisschen eingepackt wegen dem Staub. Ja, vorher war da was anderes. Das nehmen wir jetzt aber alles mit zu Opa. Das sind so Schlafsäcke, die nicht mehr passen. Dann das Teil hier, was meine Schwester vielleicht haben möchte. So ein Sterilisationsgerät. Dann noch so ein Regenschutz vom Kinderwagen. Das Teil, das brauchen wir auch nicht mehr. Das lag alles jetzt im Kinderzimmer. Und da ist noch ein anderes Teil. Das kommt natürlich auch noch weg. Hallöchen, liebe Sarah, lieber Silvio. Ich wollte euch nur mal zeigen, was ich am Baby sagen habe. Hier sind ganz viel auch neutrale Sachen dabei. Jetzt ist natürlich oben drauf ein bisschen blau. Babysachen, Babysachen, Babysachen. Da hinten habe ich noch einen Beutel Babysachen. Hier ist noch eine Wanne und so ein Schaukelding. Das sind noch Sachen, die sind so groß. Hier hinten habe ich auch noch Babysachen. Da habe ich noch so einen Spielebogen. Hier ist die Wanne für den Kinderwagen. Ja, das kriegt ihr auf jeden Fall von uns. Mhm. Macht die Pippi Dai-Dai? Wunderschönen. Etienne hat ausgeschlafen. Es ist schon 15 Uhr. Noch was. Und wir fahren jetzt ein Kleidungspaket kaufen von eBay Kleinanzeigen, weil ja Etienne so viel gewachsen ist. Und danach fahren wir nach Peisen, wollen ein paar neue Winterschuhe holen für uns beide. Wenn man natürlich welche bekommt, das kommt noch dazu. Und für Etienne brauchen wir auf jeden Fall neue Strumpfhosen in der 86. Das ist ganz wichtig. Nein, nur Hosen.
normal. Er ist normal und hat halt aber auch nicht diese fetten Schenkel oder so, wie man das eigentlich so von den Babys halt so kennt. Das Kind hat keine Speicherung, sag ich mal. Deswegen können wir die meisten Sachen halt nach 300 Metern im Kreisverkehr, dritte Ausfahrt, Löberitzer Straße. Die meisten, die wir geschenkt bekommen haben, die meisten Sachen, die passen halt den Kindern im Bauch nicht. Deswegen haben wir jetzt halt nichts in der 86. Das ist das Problem. Ja. Ist das ordentlich hin? So, wir waren ja einkaufen und haben ein paar Sachen gekriegt. Haben auch neue Sachen gekauft. Etienne wollte schon auspacken. Etienne packt jetzt schon aus. Wir haben einige Strumpfhosen gekauft. Ich glaube, 4 Stück haben wir in... Das war drinne. Das ist zum Beispiel eine 86. Wir haben mitbekommen, das ist ein Ticken zu groß. Was die Strumpfhosen zumindest angeht. Und dann haben wir noch die 80 geholt. Das ist, glaube ich, die passen dann schon besser. Ja, die sind ein Ticken besser. Dann haben wir Unterhemden geholt. 4 Stück. Weil seine Unterhemden... Oh, da haben wir alle... Seine Unterhemden werden nämlich auch langsam etwas knapp. Die sind nämlich am Bauch ein bisschen zu eng und hier alles. Das drückt ja natürlich alles. So, das war von Etienne jetzt nur Strumpfhosen und Unterhemden. Jetzt kommt die Kiste, die wir gekauft haben bei eBay Kleinanzeigen. In der Größe 86 alles. Und so eine süße Jacke holen. Ja. Die ist so goldig. Und ein Fuchs. Müsste eigentlich schon passen, oder? Die müsste ja passen, oder? Ja, ich glaube, die passt. Da muss ich ihn mal anhalten. Das sehe ich auch so. Ich wollte es trotzdem einfach gucken. Dann Pullover. Ja. Das muss man alles übrigens auch noch waschen. Dann eine schöne Hose, die könnte sogar auch jetzt schön passen. Und ja. Bauch ist die top. Ja. Dann haben wir immer das Problem. Dann noch eine Hose, ich würde eher sagen eine Schlafhose. Würde ich jetzt so sagen. Oder Trainingshose. Hier ist noch eine Hose. Die ist ein bisschen sehr groß. Mama! Bitte? Bitte? Hast du runterfallen lassen? Noch eine Schlafhose mit Ankommen? Sieht echt süß aus. Hier sind nur die Ankommen. Sieht echt süß aus, hä? Dann eine Weihnachtsschlafhose? Oder eine Schlafhose? Ja. Noch eine Hose? Warte mal, warte. Noch eine Hose? Noch eine Hose? Auch eine Schlafhose? Schlafhose würde ich sagen. So, dann haben wir hier einen Anzug, einen Trainingsanzug, also ein Set. Ja. Finde ich auch süß, süß. Und dazu die passende Hose. Süß, ey. Etienne. Ach, der mit seinem Keyboard. Keyboard ist ja nicht so richtig. Ja, ist ja nicht falsch. Ich sage immer Keyboard. Noch eine Hose? Ja. Noch eine Hose? Hose. Hose? Hose. Jetzt kommen Pullis. Ich denke, Hosen haben wir noch. Ja, ich glaube auch. Noch ein Pulli. Noch ein Pulli. Pulli. Könnte ein bisschen breit werden. Ne? 6. Und noch eine Hose. Oh, andersrum. Und jetzt kommen wir zu einer Weste. Die ist so goldig. Das ist Mickey Mouse. Guck mal, Hähnchen. Mickey Mouse. Eine echt dicke Weste. Also da kannst du was Schönes runterziehen. Top. Und ein Pullover. Was mir aufgefallen ist, wir haben keine T-Shirts, ne? Aber wir haben diese T-Shirts in der 86. Hab ich schon gesehen. So. Die habe ich jetzt gewaschen. Wir haben da noch. Und dann haben wir noch. Hab ich schon vielleicht hingelegt. Wir waren ja auch wegen Schuhe, weil unsere Schuhe kaputt waren. Ja. Wir haben einmal Einlegesohlen für Papa geholt. Die ich meine Schimmer hole. Für jeden schon. Und wo sind seine Stücke? Die sind da draußen. Kann man jetzt nicht zeigen. Ja. Das sind dann seine Schuhe. Beispielsweise, die sind nicht direkt Stiefel, sondern Etienne, ich wollte den Karton eigentlich noch benutzen. Der ist nämlich passend und gut. Hier auf jeden Fall ein paar schöne Schuhe. Dieser stützt ab. Ja. So. Die sind regenabweist und was noch? Also, naja, irgendwie sind die temperaturmäßig. Ist, naja. Naja. Alles wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch Schuhe für mich geholt. Ja.
Ja, die sind richtig dick gefüttert hinten drinne, hier oben sogar, kann man festschnüren. Ja. Top. Weil bei mir geht das hier einfach auf, hier, und mein Zeh guckt einfach raus. Und für Etienne haben wir gefütterte Stiefel geholt. Also Gummistiefel. Seine Gummistiefel, genau. Denn er liebt seine Gummistiefel. Aber die würden erstens, werden die ein bisschen knapp jetzt. Und zweitens, es ist halt immer dünn mit den Stiefeln. Und das, dieses, was gefüttert ist, kann man einfach rausmachen und waschen. Zumachen, ja? Hm. Wieder rein? Rein, nochmal zu. Zu. Ja. Also er kriegt Luft, keine Ahnung. Kuckuck, tata. Deine Hand ist davor. Ja, es ist ziemlich spät. Dann muss jetzt das Video noch zu Ende schneiden. Und ich geh jetzt gleich ins Bett. Ich geh doch zu Ende rein. Ja, passiert heute nicht mehr. Es ist ja schon lang genug, das Video. Hm. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.